Hallo. Hallo. Heute dürfen wir bei Tom und Katharina sein, in diesem wundervollen Raum, wo Doris und ich schon zweimal waren, oder Doris sogar schon dreimal. Und ja, wir wollen euch heute die Menschen ein bisschen näher bringen, die uns beide vielleicht auch dazu ein Stück weit inspiriert haben, hier zu sitzen und das zu tun, was wir jetzt machen. Ja. Ja, ich gebe einfach mal weiter. Ja, Katharina ist meine Seelenfotografin. Ja, sie hat von mir Bilder gemacht, wo ich nie gedacht habe, dass solche Bilder aus mir auch aus entstehen können. Und was Katharina dann in Standbild gebracht hat, hat Tom dann in Bewegtbild gebracht. Und gerade im Moment. Ja. Und dafür bin ich einfach nur so unglaublich dankbar, dass ihr in meinem Leben seid. Dankeschön. Ja. Danke. Und? Also umgekehrt genauso natürlich. Ja, wir freuen uns auch, dass ihr da seid. Ja, und dass wir heute über Energie sprechen. Und es wäre total schön, wenn ihr euch einfach selber vorstellt, wie ihr seid, was ihr macht, was euch bewegt. Ja. Ladies first. Okay. Mhm. Ja, wie die Doris schon gesagt hat, bin ich Seelenporträtfotografin und das mache ich seit 2004 im Prinzip beruflich, also erst Ausbildung und dann seit 2009 in Selbstständigkeit und immer mehr den Fokus wirklich auf die Essenz des Menschen, weil es mir so wichtig ist, davon wegzukommen, dass sich Menschen immer nur so darstellen. Also mein Fokus ist es, dass die Menschen sich wirklich echt und authentisch zeigen sollen. Und ja, da stehe ich mit Leib und Seele quasi dahinter und versuche dann den Menschen Kraft zu geben und Mut zu machen, ja, zu unterstützen, sich selbst anzunehmen, anzuerkennen und das dann auch in den Bildern zu transportieren. Genau. Ich glaube, das war's erstmal. Mhm. Und du? Also ich bin ihr Mann, glaube ich. Ja. Ja. Und ich glaube auch. Ich komme so eher aus der Fitnessbranche oder beziehungsweise über Yoga und Fitness dann hin zu diesen mentalen Themen, so dass man sagen kann, der Mentaltrainer, der Coach, wie sie sich doch alle nennen und auch ich einer bin, beziehungsweise vielleicht teilweise war. Das ist so das alltägliche Geschäft oder auch die Art, wie ich Sachen an die Menschen weitergebe. Zugleich natürlich jetzt auch hier über bewegte Bilder und Film oder dann auch teilweise über Fotos als Assistent. Aber so der Fokus des mentalen Trainings, auch jetzt in Zukunft als sogenannter Reminder, das ist schon das, was ich am meisten mache. Ja, und ist ja auch ein Thema von euch beiden, diese ganzen Themen eben über die Videos weiterzugeben. Deswegen sind wir uns ja da sehr nahe und haben auch eine Verbindung zueinander. Und genau, das ist so mein täglich Brot. Ja, und vermischt eben mit ihren Themen und vermischt mit den ganzen anderen Themen von den anderen Menschen eben, die uns begegnen. Genau. Ja, ich finde es total schön, dass wir alle vier hier zusammen sitzen dürfen und so jeder auch ja für sich so seins hat und trotzdem eigentlich was Gemeinschaftliches auch daraus entstehen darf. Ja, vielen Dank. Ja. Ihr kennt ja mittlerweile schon ein bisschen unsere Videos, weil Tom hat ja die meisten davon auch gefilmt und geschnitten und auch für uns einen wunderbaren Trailer erschaffen. Und wir haben ein Thema, das uns beschäftigt und das ist Energie. Und echt? Ja. Echt jetzt? Du weißt bestimmt, was jetzt kommt. Spannend. Was kommt denn? Ja, was kommt denn? Oh, Mensch, die Witz. Dann tun sie so, als wenn sie unsere Videos kennen würden und dann wissen sie nicht, was kommt. Ne? Also, wir haben da immer so drei Standardfragen, die uns einfach beschäftigen. Und die erste Frage lautet: Wie schafft ihr es im Alltag, eure Energie hochzufahren? Ja, also ihr seid selbstständig, ihr lebt eure Träume, eure Berufung, eure Essenz. Ihr seid auch eine Familie, habt einen wunderbaren Sohn. Ja, das ist
ein riesengroßes Paket. Wie schafft ihr es im Alltag, eure Energie dafür auch hochzufahren? Ladies first. Ladies first. Oft habe ich so das Gefühl, es ist immer noch nicht genug, was wir tun. Mhm. Und dann reflektiere ich das und dann denke ich mir wieder, ja krass, doch ist es wirklich viel. Also unser Sohn ist jetzt 19 Monate, ich stille ihn nach wie vor. Wir gehen jeden Tag mit ihm an die frische Luft, er hat Bewegung, er ist immer bei uns. Mhm. Wir sind zu 100% halt für ihn da, aber wir erschaffen wirklich auch sehr, sehr viele Porträts und Filme. Wir coachen Menschen, also es ist wirklich eigentlich der Hammer, was wir doch in den Tag packen letztendlich. Und ihr macht selber ja auch noch Videos. Ja. Also ihr habt auch einen YouTube-Channel, ihr macht selber auch noch Videos. Ja. Ihr seid sehr präsent, auch Social Media. Also es sind alles Dinge, ja, dafür braucht man unglaublich viel Kapazitäten. Mhm. Ja. Ja, und ja, das, was uns antreibt, ist aber immer so ein inneres Gefühl. Also ich kann jetzt für mich sprechen, aber ich glaube auch für den Tom, dass wir großflächig Liebe verbreiten wollen und Menschen berühren und begeistern möchten. Und das ist schon das, was uns antreibt. Also einfach dieses Gefühl, eine Lebensaufgabe zu haben. Mhm. Also für diesen Zweck hier zu sein. Und klar, das ist nicht was immer so von jetzt auf gleich einfach da ist, die Energie. Wir müssen da wirklich viel dafür tun, wenn man ehrlich ist. Mhm. Also schon angefangen mit Tagesrhythmen, die man schon einhalten sollte. Also doch regelmäßig irgendwann abends mal ins Bett gehen, auch wenn wir immer noch ewig sitzen und arbeiten. Mhm. Aber gleichzeitig nehmen wir uns auch Abende, wo wir sagen, hey, da legen wir uns mal 1-2 Stunden wirklich in die Badewanne und machen Basenbäder. Mhm. Also auch wirklich zum Entsäuern. Dann haben wir Rituale wie morgens nach dem Aufstehen geht Tom eigentlich eine Stunde ins Fitnessstudio. Mhm. Ich habe Elea, danach frühstücken wir. Du gehst auch viel in den Wald mit Elea, machst viel raus. Genau. Mhm. Also wir machen immer hier unsere Waldrunden und da haben wir wirklich so Kraftplätze. Mhm. Teilweise, wenn ich alleine gehe, verbinde ich das auch noch mit so ein bisschen Fitness. Im Sommer gehe ich zum See. Mhm. Dann arbeiten wir tagsüber im Prinzip, also teilen uns auf, dass jeder was macht. Teilweise sind ja dann die Fotosessions, teilweise sind wir aber zu Hause und machen Büroarbeiten. In der Mittagsschlafenszeit nehmen wir dann entweder die Zeit zum Brainstormen oder ja auch mal wieder zum Runterfahren, weil das ist ja wirklich auch wichtig. Mhm. Ja, je nachdem, wie es uns geht, auch teilweise zum Arbeiten. Und dann am späten Nachmittag gehe ich dann ins Fitnessstudio und dann gibt es Abendessen. Und wenn Elea dann schläft, also wir gehen meistens mit ihm wirklich nochmal eine große Runde spazieren, da schläft er dann meistens ein, ich trage ihn dann. Und ja, dann machen wir entweder wirklich einen Abend für uns. Mhm. Aber meistens artet es wieder aus in neue Pläne, neue Inspiration. Wir müssen das irgendwie an die Welt bringen. Mhm. Also dann haben wir wieder so eine Übermotivation und nachts um 12 ist es dann so, oh, wir sollten vielleicht doch wieder mal schlafen. Weil unser Kind wacht ja um 7 auf und genau, das sind eigentlich so unsere Tagesabläufe. Mhm. Hast du noch was hinzuzufügen? Ja, ich glaube schon. Okay. Ein bisschen. Ja, ich glaube, es ist die Mischung zwischen, man möchte natürlich Dinge, die man erschafft, weitergeben. Mhm. Also man hat so auch jetzt nicht bewusst dieses Gefühl, man möchte wissen, was die anderen dazu sagen, sondern es ist so ein kreatives Erschaffen, etwas zu produzieren, zu machen und immer wieder was Neues zu tun und das Wachsen zu sehen und dann aber auch das Ergebnis zu zeigen oder auch selbst zu leben. Das sind so diese, also auch vor allem mein Plan, der dahinter steckt. Und gar nicht mal es immer so öffentlich zu machen, sondern wenn ich jetzt zum Beispiel ganz begeisternd hier in der Wohnung irgendwas baue oder schaffe, dann sieht es ja kein Mensch. Aber es ist für mich wichtig, dass ich sage, okay, das ist meine Motivation. Ich möchte immer was erschaffen. Ja. Ich bin immer am Tun. Mhm. Aber gar nicht mal unter Stress, sondern so in diesem Gefühl, boah, ich weiß, wofür ich da bin, was ich da dann mache. Entweder gemeinschaftlich oder halt dann eben einzeln. Ja. Und ich glaube, da ist der Wechsel ganz wichtig, dass wir sagen, wir machen vieles gemeinsam, natürlich, aber auch ganz bewusst getrennt, dass wir da uns selbst nicht verlieren. Und für mich war das Schwerste, so als wir uns kennenlernten am Anfang, dass man halt über die Selbstständigkeit wirklich eine Disziplin findet,
einen Tagesrhythmus zu haben. Mhm. Weil das ist das Gefährlichste, was einem passiert, da keinen zu besitzen und dann nicht mehr zu wissen, für was stehe ich auf oder welches Projekt, für was mache ich es? Mache ich es fürs Geld? Mache ich es für die Menschen? Mache ich es für Anerkennung? Oder ist es wirklich für mich und für dann auch für den Rest der Welt? Ja, und das war auch ein langer Prozess, das muss ich ehrlich sagen, dass man halt, wenn man Angestellter war und auch geführt wurde durch festes Gehalt, durch Tagesstrukturen, durch eine gewisse vorgelebte Disziplin, wenn die dann wegfällt, was treibt mich an? Wo bekomme ich meine Energie her? Mhm. Und das haben wir jetzt in den letzten Jahren wirklich sehr intensiviert, dass wir wissen, okay, das ist so die Grundessenz, um Energie zu haben, muss ich halt wirklich wissen, wofür. Mhm. Ja, und das wofür. Was ist der Sinn auch dahinter? Und das ist tagtäglich anders. Mhm. Das kann wirklich sein, okay, wir haben jetzt das Projekt oder ich habe das und sie hat das. Mhm. Und irgendwann kommt ein Impuls von außen natürlich durch Begegnungen und dann, wow, jetzt muss das wieder wachsen. Mhm. Ja. Und das sind die Energien, die immer wieder zustande kommen, die natürlich auch mal abfallen können. Aber das ist okay. Also auch dieses Eingeständnis zu sagen, ich muss nicht immer Energie haben. Ich darf auch mal energielos sein. Das finde ich total wichtig. Ja, ja. Das, diese Tage haben wir auch, ja, wo du einfach schon morgens merkst, boah, heute ist so ein Tag. Da wird nicht viel passieren. Ja. Ja. Das ist so diese dritte Frage, die wir haben, dann zu merken rechtzeitig, wann fahre ich mich runter, wann ist der Flow jetzt nicht da und dann den Mut zu haben, sich auch mal rauszuziehen und einfach mal die alle vier gerade und einfach nichts zu machen. Ja. Weil es kommt dann einfach wieder und immer mehr mit diesem Fluss auch so ein bisschen. Ist gut. Ja. Und dann erschreckend gut, ja. Erschreckend gut, ja. Überhaupt sind wir wirklich sehr sensibel, was das angeht. Aber dann ist auch dieses, ey komm, wir gehen jetzt einfach mal raus, wir gehen in den Wald oder wir müssen jetzt mal in die Berge fahren. Ja. Uns wirklich wieder auftanken. Und sagen auch ganz klar dann Termine ab. Also da sind wir auch so ehrlich, dass wir sagen, hey, mit der Energie wollen wir euch nicht begegnen oder wollen wir keine Projekte machen, weil man spürt das. Man spürt es, ja. Das ist einfach keine 100% Leistung. Ja, auch wenn sich irgendwelche Termine einfach nicht mehr stimmig anfühlen, ne? Wenn du so das Gefühl hast, irgendwie, das soll jetzt doch nicht mehr sein, dann sind wir schon auch so klar, dass wir das kommunizieren. Gibt es in eurem Leben dann auch so Momente, wo ihr das Gefühl habt, okay, es wird gerade schon stürmisch im Außen? Stimmt. Ja, und und wie schafft ihr es dann eure Energie bei euch zu behalten? Abstand. Meistens Abstand. Mhm. Also wir haben die Wohnsituation, in der wir hier leben, haben wir bewusst ausgesucht, weil wir hier ganz wenig Menschen treffen oder wenige Energien in dem Sinne von anderen, die uns irgendwie beeinflussen, sei es positiv wie negativ. Weil dieses bewusste bei sich wieder ankommen, runterfahren, dass man dann wieder im Außen präsent sein kann. Weil wir sind ja oft genug auch in Städten, wo ganz viele Menschen sind, ganz viele Energien auch. Das ist eine schöne Balance, aber wir haben uns bewusst für diesen Raum entschieden, weil wir wissen, wir brauchen das für uns, um uns zurückzuziehen, um dann auch wieder dafür danach präsent sein zu können. Und deswegen sind diese turbulenten Zeiten auch immer weniger geworden, weil wir den Abstand für uns erschaffen haben. Und wenn ihr dann in der Großstadt seid, super. Also da ist gerade im Moment ja dann kein Abstand möglich. Nee, aber das ist das, okay. Abenteuer. Das ist seid ihr dann praktisch schon so aufgeladen. Ja. Mhm. Es ist für uns so, wenn wir in die Stadt gehen, also auch für mich ganz am Anfang, das ist wie, als würde ich in den Zoo gehen. So. Das ist nicht so, dass ich irgendwas energetisch ausziehe, sondern sehe, boah, schau mal, das sind die Menschen, da ist die Masse an Turbulenzen und so weiter. Mhm. Das ist echt spannend, auch so auf der Autobahn. Also es ist wirklich wie ein Abenteuer, als würde ich kurz mal in eine Welt eintauchen, wo ich aber weiß, wenn ich wieder rauskomme, dann ist es wieder meine eigene oder unsere. Und insofern ist das überhaupt nicht energiebelastend oder zehrend, sondern ganz im Gegenteil eher noch so, dass man tolles Zuhause dann erzählt, was man so alles gesehen und erlebt hat. Ja, eher das. Ich kann mir jetzt gut vorstellen, dass vielleicht auch da draußen Menschen sind, die nicht die Möglichkeit haben, sich dann wieder an den stillen Ort zurückzuziehen oder vielleicht auch sogar in der Stadt leben oder auch eben noch in einem Angestelltenverhältnis unterwegs sind. Habt ihr da Tipps oder Impulse, die ihr mitgeben könnt, was die für sich machen können mit ihrem Energiemanagement, ja? Und auch vielleicht dann, wenn sie merken, wow, jetzt wird es aber gerade ganz schön, einfach bei sich zu bleiben, die Energie zu halten. Also die einfachste Sache, einfach mal kurz auf dem Klo einsperren. Also das mache ich auch zu Hause so, wenn... Wenn er mir auf die Nerven geht, dann ist er wie Schubster, was immer ich mit dem Klo. Und dann sagt er dann immer, hey, kommst du auch irgendwann wieder? Und ich habe einfach mal Zeit für mich.
Ach, ist das schön. Ich habe ja Angst um die Gefäße, die dann einfach plattgesessen werden. Du weißt ja gar nicht, ob ich auf dem Klo überhaupt weiß ich nicht. Das ist die Vorstellung. Man kann das dann gar nicht verstehen. Aber manchmal tut es einfach gut. Und das ist so dieser Raum, den eigentlich jeder zur Verfügung hat. Ja. Ne? Also das ist mal eine Minute, wo du einfach kurz für dich bist, mal tief durchatmen kannst und dich mal keiner beobachtet und du einfach du selbst sein kannst. Ja. Und das tut echt gut. Mhm. Und das kann sich, glaube ich, jeder rausnehmen. Ja. Also das kannst du auch an der Arbeit machen. Das habe ich auch früher ganz oft gemacht. Genau. Mhm. Also das ist das Allereinfachste. Oder wirklich sagen, hey, ich gehe mal kurz an die frische Luft und auch nur wenn ich mal 20 Meter Vollgas lossprinte oder so, dann ist wieder frei. Einfach mal für sich sein. Genau. Mhm. Sich mal kurz ganz befreit fühlen und dann weiß das System wieder, hey, ist alles gut. Ich mache das nicht so. Aber ich spiele dich nicht auf den Klo ein. Was machst du, Tom? Ich liebe mein Auto. Stimmt. Mhm. Ich fahre dann einfach, also entweder, klar, ich habe was zu tun, aber ich finde dann immer Mittel und Wege zusammen. Ich muss einkaufen fahren oder ich muss einfach mal für mich und dann habe ich so meinen geschlossenen heiligen Raum. Oder mal ins Kino, hast du auch erzählt, dass du dann ins Kino gehst. Ja, genau. Also es sind einfach Sachen, die ich dann alleine unternehme oder sage, okay, ich bin im Waldstück oder im Park oder ich bin auch hier irgendwo im Haus und bin einfach mal so eine Zeit lang für mich. Du machst die Heizung. Ja, irgend sowas. Und ich glaube, das ist das, was wir, klar, natürlich bei ganz vielen Menschen um uns herum auch wieder erfahren dürfen. Wo gibt es diese Plätze, die mich wieder runterfahren lassen, auch wenn viel um mich herum ist. Also es gibt ja genügend Menschen, die dann einfach Kopfhörer aufziehen und sind dann bei sich. Das ist ja auch eine Methode. Ja, ja, stimmt. Und deswegen ist das absolut okay. Oder viele, die schotten sich ab, indem sie viel erzählen. Weil wenn du viel erzählst, dann hörst du ja weniger zu. Gibt es ja auch viele. Das heißt, ich bin auch in einer energetischen Welt. Ja, und insofern. Oder einfach mal so eine kurze Meditation machen zwischendurch. Das ist ja auch immer sehr, sehr gut. Da habt ihr auch eine ganz wundervolle auf eurer Webseite, die ich sehr empfehlen kann. Ich habe sie gemacht vor meinem Fotoshooting. Ich auch. Ist großartig, steckt so viel Liebe und Zeit drinnen. Unglaublich. I love myself. Auf deiner Homepage gibt es dann ja auch noch mehr. Ja, genau. Vielleicht. Ja. Ich hoffe doch, das ist schön für die Menschen. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Musik